Moin Moin und hallo. Heute wollen wir mal diese DeLonghi Letter Cappuccino Evo Maschine reinigen. Denn die Reinigung der Kaffeemaschine ist wichtig. Wir haben hier einen Kaffeevollautomat. Das bedeutet, wir haben hier drinnen alles, was man benötigt, um vernünftigen Kaffee und auch ein Milchgetränk zuzubereiten. Das heißt, wir haben ein Milchsystem, welches mit einem heiklen Lebensmittel befüllt ist, sprich Milch, viel Eiweiß drinne. Wenn die rumchillt, dann gerinnt die, dann verklumpt die. Das heißt also, die Leitungen sind sehr belastet durch diesen Milchanteil. Wir haben Kaffeemühle im Gerät. Kaffeemühle durch Staub und so weiter oder auch Schimmelbildung, sehr, weil es ja auch Feuchtigkeit beinhaltet, sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Und wir haben ein Heißwassersystem, das heißt also, wir haben einen Wassertank, der auch Mikroorganismen anzieht und da drin ist alles natürlich mit Leitungen voll. Das heißt, solche Maschinen hier, wie diese, aber das gilt für alle vollautomatischen Kaffeemaschinen, brauchen viel mehr Pflege als eine normale Filterkaffeemaschine oder eine Capmaschine zum Beispiel. Bringen aber dafür aber auch den Vorteil, dass dort frisch gemahlener Kaffee zubereitet wird und auch schöner Schaum dazu kommt, wenn die Kaffeemaschine richtig oder vernünftig gewartet ist. Folgende Teile der Kaffeemaschine müssen regelmäßig gereinigt werden. Der interne Kreislauf der Kaffeemaschine, der Kaffeesatzbehälter, die Abtropfschale und Kondensationsschale, der Wassertank, die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs, die Kaffeepulverfüllschächte, die Brühgruppe, je nach Öffnen der Serviceklappe, zugänglich sind halt diverse Teile, Milchbehälter, Heißwasserdampfdüse und der Weißwasserauslauf. Wir verwenden zur Reinigung der Kaffeemaschine keine Lösungs- und Steuermittel oder Alkohol. Mit der Vollautomatin von DeLonghi benötigen wir die Reinigung der Kaffeemaschine keine chemischen Zusatzstoffe, was schon mal gut ist. Keiner der Bestandteile des Gerätes darf im Geschirrspüler gereinigt werden, mit Ausnahme des Milchbehälters. Das ist dieser untere Part nur. Den können wir in die Geschirrspüler packen. Und das ist auch sinnvoll, weil dort ist ja mehrere Tage immer Milch drin. Der wird ja richtig schön sauber und rein. Wir verwenden zur Entfernung der Verkrustung oder der Kaffeeablagerung keine Metallgegenstände, weil diese natürlich dann zu einer Beschädigung der Oberfläche führen kann. Ne? Sprich Kratzer. Das heißt, bei Nichtgebrauch von mehr als 3 bis 4 Tagen wird dringend empfohlen, vor dem Gebrauch der Maschine, ne, dies, wenn ihr sie einschaltet, erstmal 2 bis 3 Spülvorgänge durchzuführen. Für einige Sekunden heiß Wasser auszugeben. Das habe ich schon in einem anderen Video gezeigt. Wir können dann hingehen und zum Beispiel hingehen, heiß Wasser austreten lassen. Dafür brauchen wir den anderen Stab. Wie gesagt, das ist in einem anderen Video, habe ich das genauer gezeigt. Dann kommt heiß Wasser durch das System, wird dort durchgelaufen. Und zum Beispiel dann eine Reinigung des internen Heißwassersystems zu setzen. Warum? Heißes Wasser wird erhitzt, dadurch desinfiziert und ihr bekommt, wenn die lange gestanden habt, nicht die verkeimte Lösung dann in euren Kaffee. Ja? Aber das ist wirklich nur, wenn ihr mal 3 Tage keinen Kaffee getrunken habt, wenn ihr jeden Tag Kaffee trinkt, die spült ihr am Anfang immer durch, wenn ihr morgens anmachen solltet. Und das sollte dann auch reichen erstmal für das interne System der Heißwasserführung. Bei der Milch ist es ganz wichtig, immer nach jedem Gang den Clean-Vorgang durchzuführen. Dazu geht ihr einfach auf Clean. Dann wird nämlich das Milchsystem gereinigt intern, um dort keine Verklumpung etc. durchzulassen. Sehr sinnvoll, natürlich. Wenn ihr mehrere Milchgetränke nach und nach zustellt, dann ist das nicht vonnöten. Erst am Schluss. Nun gehen wir hin und werden erstmal die ganze Maschine demontieren. Das heißt, wir machen sie aus. Und ihr merkt auch hier bei der Ausschaltung wird nochmal einen Spülvorgang durchgeführt. Und das ist auch mit heißem Wasser. Und ihr habt gerade gesehen, es war ein bisschen braun. Das heißt, hier kommt schon was durch. Und das ist heißes Wasser, was da rauskommt. Es ist jetzt kein sprudelkochendes Wasser, es ist heißes Wasser. Denn über 60, 70 Grad sollten die Bakterien abgetötet werden. Gut, gehen wir nun zur Demontage der Maschine über. Das heißt also allererstes, erstmal hier meine Tasse entfernen, damit wir keine Sauerei machen. Jetzt können wir hier diesen Milchbehälter abziehen
Und ihr seht auch, wie es hier dampft. Das heißt also, er wurde gerade auch gut durchgespült. Jetzt haben wir schon mal das Erste. Das ist das Milchding. Das kommt schon mal zu unserem nächsten Schritt, sprich gleich das Abwaschen dazu. Dann haben wir hier die Möglichkeit, dran zu ziehen. Unterer Bereich wird gezogen. Dann kriegen wir diesen Bereich des Systems heraus. Hier haben wir also jetzt den Auffangbehälter für Tröpfchen. Hier haben wir den Auffangbehälter für Kaffeesatz. Der kommt jetzt auch zu unserem ich wasche gleich Abhaufen. Damit ist die Maschine schon mal recht gut zerlegt. Aber wir haben natürlich noch mehr. Wir ziehen hier einmal den Kaffee Grundstoff. Nach der Kaffeebohne ist die Kaffeegrundstoff das Wasser, den kompletten Wassertank raus. Der kommt jetzt auch noch zu uns. Und dann müssen wir natürlich auch noch an die interne Einheit. Das heißt, meine Monster-Kaffeetasse kommt erstmal weg. Jetzt gehen wir hier an der Seite hinein und öffnen dort eine Klappe und entnehmen dort das Innenleben auch schon. Dazu bewegen wir uns rechts an die Maschine. Vorne haben wir zerlegt. Jetzt geht es an der rechten Seite weiter. Nun befinden wir uns an der rechten Seite unseres Gerätes und dort befindet sich die fettkrasse Brühgruppe. Digga, ey, da wird richtig losgeballert. Das heißt, wir werden jetzt die Brühgruppe entfernen. Dazu gehen wir oder gucken in diesem Fall auf diese Serviceklappe, gehen hier mit dem Finger hinter und können die Serviceklappe aufklappen. Jetzt sehen wir dort die Brühgruppe am Start und dort sind zwei rote Knöppis, da und da. Diese drücken wir jetzt zusammen, zack, und können dann die Brühgruppe ausziehen. Zack, weg damit. So, und dann seht ihr hier schon, da bildet sich ganz schön was an Dreckele-Bäckele. So, das heißt, Brühgruppe entfernen. Ergo haben wir jetzt ein weiteres Teil für unsere Reinigung, die wir gleich stattfinden lassen können. Brühgruppe ist damit entfernt und wir können nun noch zum oberen Teil der Maschine uns aufmachen, denn dort haben wir auch noch ein bisschen was. Das ist jetzt aber eher so schönheitsbedingt. Wisst ihr, da muss man dann jetzt nicht zu krass sagen, dass das unbedingt mitgereinigt werden muss. Wir können es aber tun. Das heißt, wir haben hier noch diesen Bereich, das heißt den oberen Verschlussbereich und da sind dann nur noch Klappteile, die wir dann an der Maschine selber reinigen können. Damit haben wir sie jetzt komplett zerlegt. Wir gehen jetzt zum Abwaschorgie über. Das heißt, wir machen uns jetzt mal einen Haufen an Abwaschstuff, um dann die Reinigung der internen Komponenten und Anbauteile erstmal zu machen. Und danach gehen wir nochmal an die Maschine, um diese dann entreinigend durchzuziehen. Wer jetzt ganz krass ist, kann auch noch die ganzen Bohnen entfernen und dann dort auch noch eine Reinigung durchführen. Aber ja, wir wollen es ja nicht übertreiben, oder nicht? Ne? Wir sollen jetzt auch mal die Kaffeemaschine im Dorf lassen hier. Ne? Beginnen wir nun mit dem Reinigungsvorgang unseres Milchfreundes, also des Milchbehälters. Der Milchbehälter ist natürlich immer gefährlicher als alles andere. Warum? Weil die Milch sehr schnell verklumpen möchte. Und wenn die Milch dann am Rumklumpen ist, kann sie natürlich Leitungen verstopfen. Um dem vorzubeugen, gehen wir jetzt wie folgt vor. Wir holen erstmal hier unser System raus. Die restliche Milch kann man dann wegschluppern. Ihr könnt sie auch wegschütten, aber ich meine, die sollte ja auch weggetrunken werden, oder? Ist doch noch gut. Dieses Gefährt hier können wir komplett in der Geschirrspüler reinigen. Wenn ihr keinen habt, machen wir das nämlich jetzt, wie ich das jetzt tue. Das Ding hier ist normaler Tank. Den können wir erstmal zur Seite packen und einfach abwaschen. Wichtig ist dieses Teil hier. Als allererstes gehen wir hin und stellen hier bei diesem Auswahlrad, das kann man nämlich drehen, wie ihr seht, damit verändern wir die Mechanik da drin. Hier gibt es nämlich die Schaumauswahl. Wenig Schaum, etwas Schaum, viel Schaum oder gar kein Schaum ist das fast. Und Clean. Damit wird gereinigt, damit viel Schaum, wenig Schaum, gar kein Schaum. Und hier gibt es noch was, Insert. Hä, Insert? Erstmal so, ich ziehe jetzt dran, passiert nichts. Gehe ich auf Insert, kann ich dran ziehen, zack, habe ich das Ding in der Hand.
Nice, oder? Richtig cool, ne? So, und jetzt haben wir hier einen Behälter. Dort kommt heißes Wasser rein. Einfach nur heißes Wasser. Habe ich gerade nämlich abgekocht. Das heißt, Wasser einfüllen. Und nun können wir das Teil da reinschmeißen. So, das lassen wir nämlich jetzt erstmal aufweichen für circa 30 Minuten. Dann gehen wir weiter und nehmen hier den Freund ab. Der kann auch da rein. Zack, einmal rein, schön untertauchen. Dann gehen wir hier vorne hin, ziehen dieses Teil ab. Guck mal da, da ist nämlich auch schon etwas Zeugs dran. Auch weg damit. Und nun haben wir dieses Bauteil hier. Dieses Bauteil selber, seht ihr, da drinnen fließt nämlich dann das Milchle und wird aufgeschäumt mit Wasser. Und hier seht ihr das. Da seht ihr es, ne? Ja, das sieht man ganz gut, ne? Da sieht man denaturalisierte Milch. Die macht Probleme, wenn ihr die nicht reinigt. Denn diese Milch verklumpt und kann dann dazu führen, dass ihr nicht mehr den richtigen Schaum abbekommt. Das heißt also, als allererstes kommt auch diese Baugruppe komplett jetzt in unser vorbereitetes Bad, um eine Aufweichung stattfinden zu lassen. Heißes Wasser bringt nämlich jetzt wieder unsere Milch zurück in den flüssigen Zustand und wird jetzt für die spätere Reinigung dann dort nämlich uns es vereinfachen, dort nämlich dann eine vernünftige Reinigung durchzuführen. Wir können aber auch das, was ich jetzt gerade abgebaut habe, ganz einfach in die Spülmaschine packen. Und wenn das in der Spülmaschine gelandet ist, macht ihr dann Spülvorgang, oberste Etage nehmen und dann macht den Job, den wir jetzt händisch hier tun, die Spülmaschine. Die Geschirrspülmaschine, was viel einfacher natürlich ist und auch hygienisch, weil so macht ihr es bestimmt öfters, als wenn ihr diesen Aufwand hier betreibt mit dem erstmal eine halbe Stunde einweichen und dann reinigen. Also bevorzugt solltet ihr einen Geschirrspüler benutzen, oberste Etage legen und diese dann dort belassen und wenn ihr sie rausholt, aber denkt an das Auseinandernehmen mit dem Insert. Danach sollte die wieder fresh, nice rauskommen aus dem Machine. Auch wichtig ist, die untere Seite mal zu spülen. Das heißt also, ich kippe da gleich noch ein bisschen mehr Wasser drauf, dass wir überall dort nämlich dann eine abgedeckte Aufweichung vorfinden. In einer halben Stunde geht es dann hier für den Milch. Behälter weiter. So, nach einer halben Stunde Einweichorgie können wir dann zur Reinigungsorgie, wenn wir den Handjob bevorzugen, übergehen. Schaut euch das mal an. Seht ihr da diese ganzen kleinen Pünktchen, die da rumschwimmen? Ja, ne? Hier unten ist ein ganz fettes. Mal gucken, ob ich das kriege. Ne, es ist zu wabbelig. Ne, da, wo meine Hand gerade ist. Ne, da, dieses dicke Ding. Das sind alles geronnene Milch, die natürlich zu Verstopfungen in unserem System führen können. Deshalb das Einweichen mit kochendem Wasser. Oder alternativ nochmal der Hinweis: Geschirrspülmaschine. So, wie wir jetzt vorgehen, ist klar. Wir schauen uns die einzelnen Komponenten nochmal an und schauen uns, ob irgendwo noch Reste sind. Wenn keine Reste da sind, ist ja alles in Butter auf dem Kutter. Dann können wir das nämlich einmal noch durchspülen, zack, und zur Seite legen, sprich zum Trocknen geben. Dann fangen wir mit den anderen Komponenten an. Hier auch wieder genau durchgucken, ob dort sich Ablagerungen etc. befinden. Gegebenenfalls mit so einer Bürste dann noch bearbeiten. Das heißt, dass wir gehen hin und bürsten die Stellen raus, die uns dort noch nicht gefallen, sprich die noch voll sind mit Ablagerungen von der Milch. So, das sollte aber so reichen. Auch schön. Und so arbeiten wir uns jetzt vor, bis wir dann natürlich beim Gröbsten angekommen sind. Das ist jetzt erstmal hier unser System mit Aussparung. Dort gehen wir auch in jede Ritze rein. Ja, hier sind Ritzis. Auch mit da drüber gehen. Denn ihr müsst immer sehen, dieses kleine Teil hier, da, das kleine Ding, da wird auch Milch durchgeschossen. Und diese kleine Öffnung ist dafür da, dass der Schaum vernünftig werden kann. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass dieser Bereich auch immer zugänglich ist für das Spritzsystem. So, alles klar. Auch wieder gut. Denn der Deckel ist nicht nur ein Deckel, sondern auch eine wichtige Komponente. So, jetzt kommen wir hier zum Hauptpart. Hier seht ihr auch, dass wir dort mit unserem
längeren Freund reingehen können. Und ihr seht auch, was ich hier raushole. Da seht ihr das, ja, ne? So, das schön sauber machen. Zack, 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 zack. Schön die dicken Parts entfernen. Schön tief rein damit. Auch hier jede Öffnung mitnehmen und schön reinigen. Da kann man dann so richtig schön das Zeugs rausholen. Weil es jetzt angelöst ist, funktioniert das exquisit. Und so kriegen wir diesen ganzen Part auch dann schön sauber hin. Also geht auch tief ins Gerät hinein, um dort jede Ablagerung zu lösen und diese auch zu entfernen. Und das ist nämlich das Tolle an dem Geschirrspülapparat. Der macht uns das durch die lange... Oh, guck mal hier. Zieht euch das rein. Da, guck mal, dass alles rauskommt. Ne? Das sind alles auch Krankheitserreger, die da zusammenkommen, die wir nicht in unserem Kaffee haben wollen, beziehungsweise in unserem Milchgetränk. Deshalb ist es ganz wichtig, diese ganzen Ports doch des Öfteren zu reinigen. Natürlich, wer jetzt ganz genau geht, macht das wöchentlich, ohne Frage. Diese Einheit hier ist jetzt ja eine längere Zeit nicht gereinigt worden. Also ihr seht, die überlebt das schon. Und die Menschen, die davon getrunken haben, sind jetzt auch noch nicht alle umgekippt. Es ist aber einfach nur besser, wenn wir dieses Teil öfters reinigen. Sprich, ich würde jetzt schätzen, ein Monat sollte dort ausreichen. Wir müssen also nicht hingehen und... Oh, hier, guck mal da. Wir müssen jetzt nicht hingehen und das echt wöchentlich machen. Also das, finde ich, ist zu viel. Nur, das kommt natürlich auf jeden dann selber an. Das Hygieneverständnis der Menschen ist ja doch unterschiedlich. Sinnvoll ist es natürlich. So, und damit haben wir hier jetzt die Komponenten alle gereinigt. Zack, können dann wieder in den Montagemodus übergehen und es später wieder zusammenbauen. So, sehr schön. So, das sollte doch klappen. Exquisitineur. So, sehr schön. Jetzt nochmal abspülen. Denn hier wird... Oh, guck mal da. Hier wird nämlich der Schaum produziert, den wir gerne haben auf unseren Systemen. Zack, weg damit. Zack, das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel. Eigentlich sieht das nicht so aus, sage ich euch. So, zack. Da seht ihr, diese ganze Suppe habe ich gerade rausgeholt. Und jetzt spülen wir noch unseren Milchbehälter, der auch in die Spülmaschine kommen kann. Und damit haben wir das System wieder bereit zum Abtrocknen und danach zum Montieren. Kommen wir nun zum Zusammenbau. Wir schauen uns das ganze Bauteil nochmal an. Also achtet immer schön darauf, an den ganzen Komponenten eine richtige Reinigung durchzuziehen. Auch hier, da müsst ihr unbedingt reingehen, so einem dünnen Freund hier, zack, hier in dem Bereich, ganz wichtig, hier in den Zwischenräumen, dort, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein, also überall, ne? So, hier hinten rein, zack, 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 hier oben rein. Ihr könnt auch heißes Wasser hier durchlaufen lassen, es läuft dann hier runter. Ihr könnt heißes Wasser hier reinlaufen lassen, hier, 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 hier. Gut, und was ihr natürlich auch machen solltet, ist dieses Bauteil zu spülen. Das heißt also kochendes Wasser hier rein, dabei hier schön an einem Falter festhalten, dann läuft das hier durch und sollte auch den Innenraum sauber machen. Ansonsten auch hier mit einer Bürste reingehen. Okay, kommen wir zur Montage. Wir haben hier, da hinten, kommt unser Umlenkröllchen rein. Zack. Dann haben wir hier den gereinigten Auslaufkumpel. Zack. Der kommt so rum dran, damit der in der Höhe verstellt werden kann. Dann haben wir, da sehe ich noch was. Guck mal, da ist noch ein bisschen was. Wenn ihr immer noch was seht, lieber wegmachen, damit es nicht dort zur Kontamination kommen kann. Und dann kommt oben unser Deckel drauf. Den dreht ihr so lange, bis er einrasten möchte. Und dann dreht ihr ihn wieder hier, zack. Seht ihr auch den Unterschied? Dann hier, da wird der Mechanismus betätigt, der Clean-Mechanismus. Und hier die einzelnen Stärke. Dann kommt hier unten unser Kumpel wieder drauf. Plöpp. Ne? So rum klappt er nicht. So rum schon, bis er einrastet. Und dann legen wir es wieder zusammen und können es dann auch wieder in die Maschine einbauen. So, sehr schön.
damit ist die, ja, am besten natürlich wöchentliche Reinigung unseres Milchbehälters abgeschlossen. Kommen wir nun zur Reinigung unserer Brühgruppe. Diese Brühgruppe hier sollte auch einmal im Monat gereinigt werden. Warum ist sie so wichtig? Ihr seht es schon, hier wird nämlich getampert. Das heißt, hier kommt unser frisch gemahlenes Pulver rein, wird dann gepresst. Auf der anderen Seite kommt so ein Kolben, der wird dann runtergefahren. Hier können wir es demonstrieren. Na, wenn ich das jetzt hier nach unten drücke, verzieht sich dort der Kolben nach unten. Das ist jetzt die Temper Area. Und dann wird es gepresst. Dann kommt es oder wird es wieder hochgefahren, zack, in der Maschine. Und durch diesen Mechanismus ausgegeben. Ihr seht schon, das verdreckt doch wirklich. Ist klar, oder nicht? Und das ist feucht. Na, das ist natürlich ein feuchtes System. Das heißt also, dort ist auch dem Schimmel ja, Tür und Tor geöffnet. Dieses Teil dürfen wir nicht in die Waschmaschine, auch nicht in die Spülmaschine packen. Denn das kann dort nämlich zum so starken Auswaschen der Komponenten führen, dass es dann kaputt gehen kann. Was machen wir? Wir holen uns einfach fließendes Wasser, am besten heißes Wasser, und können dann unter dem heißen Wasser erstmal alles abspülen. So. Das heißt, unter fließendem heißem Wasser wird nun hier eine Reinigung vollzogen. Die einzelnen Komponenten können wir frei bewegen, um dort nämlich dann während der Reinigung auch Tiefensauberkeit herzustellen. So, wir durchspülen nun überall mit warmem Wasser, heißem Wasser, halt wie viel ihr aushalten könnt, ist euch überlassen, das System, und bewegen dann auch den Kolben mal nach unten. Dazu drücken wir hier diese Lasche nach unten, dabei kommt dieser Freund nach oben. Ne, da ist nämlich ein Getriebe, welches dann den Kolben nach unten setzt. Und dann können wir auch hier tief ins Innere vorgehen. So, wenn wir das jetzt alles vorgereinigt haben, gehen wir weiter und haben dann hier zum Beispiel diesen Brush am Start. Damit können wir jetzt hier hingehen und die Reste unseres Kaffees, unseres getemperten Kaffeematerials, anlösen mit einem Brush, um so dann eine additive Reinigung durchführen zu können. So, das haben wir jetzt schön angelöst mit unserem Brush. Und jetzt können wir wieder spülen. Und so verspülen wir uns einzeln durch das System und haben danach wieder einen sauberen Zylinder und ein sauberes Sieb da unten drauf. Jetzt gehen wir auf die anderen Seiten. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, dann das wieder zurückzustellen. Das heißt also, wir kommen hier wieder zusammen. Und ihr habt gerade gesehen, achtet mal da unten drauf hier. Dieses Teil verschwindet wieder nach oben. Wenn das nach oben verschwunden ist, können wir dort eine etwas tiefere Reinigung vollziehen, indem wir mit so einem Reinigungsbürstchen dort hineingehen und so unter dem Zylinder eine schöne stattliche Reinigung durchzuführen. Auch an der Seite ist dies möglich. Hier komme ich sehr gut rein, wie ihr seht. Da kann ich das ganz schön durchballern. Und dann heißt es wieder spülen. Das heißt also, ich ziele jetzt mit dem Wasserstrahl darauf. Und während ich da Wasser einlaufen lasse, reine ich das. Und ihr seht, hier kommt es auch schon wieder rausgeperlt. So, das machen wir jetzt auch von der anderen Seite mal. Das heißt also, ich spüle hier durch, dort. Und jetzt kann ich hier auch noch nachreinigen. Und so machen wir auch unter dem Zylinder eine effiziente, akkurate Reinigung. Dann können wir hier natürlich noch das Getriebe ein bisschen, wenn es voll sein sollte, reinigen. Alle Komponenten, Parts sind dort dann möglich mit der Reinigungsbürste anzugehen. Hier empfiehlt es sich auch, eine etwas breitere Bürste zu nehmen. Damit haben wir dann eigentlich alles hier recht zügig wieder in der Reinigungsblase akzeptabel gesetzt. So, das war's schon. Also ihr seht, das geht jetzt recht schnell. Hätte ich jetzt nicht gelabert dabei und jedes Detail gezeigt, denke ich mal, könnt ihr das hier in 2-3 Minuten sauber haben. Gut, jetzt haben wir es gereinigt und jetzt kann es auch schon abgetrocknet werden. Und danach können wir es wieder einsetzen. Wir benutzen keine Reinigungsmittel, nur Wasser, ganz wichtig. Nur einfach Wasser, um die Reinigung zu erhöhen, benutzen wir warmes oder sogar heißes Wasser. Wir packen das Teil nicht in die Spülmaschine,
sondern reinigen es nur von Hand. Und dann können wir wieder das System begutachten und wieder einsetzen. Ausgezeichnet. Nun kommen wir zum großen Waschtag. Wir sehen hier die untere Einheit unserer Maschine und ihr seht auch, wie dreckig das doch ist. Ne? Also dieser Kaffeesatz hier unten, ja, macht sich ganz schön breit, wie ihr seht. Ne? Das heißt also erstmal absammeln und weg damit. Das heißt also schön raus. Ne? Damit könnt ihr zum Beispiel eure Blumen noch düngen oder es, ja, nochmal verwenden oder was ihr auch immer damit machen wollt. Aber Fakt ist, es sollte hier raus verschwinden. Warum? Weil natürlich das ein super Ort ist, um Bakterien und Viren und Pilzen ein Biotop zu schaffen. Und deshalb reinigen wir dieses jetzt hier auch penibel. Dann haben wir hier die Abtropfschale. Genau das gleiche. Die ist aus Edelstahl gefertigt. Weg damit. Und hier drinnen, seht ihr dort, da fängt es schon an, dort haben wir schon eine sehr krasse Bildung von Organismen. Okay, so, das haben wir jetzt hier alles drinnen. Ich habe es jetzt einmal kurz angelöst, ausgewaschen. Jetzt können wir mit dem Rest kommen, zack, und da alles dazu packen. So, auch hier unser Hauptwasserbehälter, alles rein. Und dann geht es los, wir lassen Wasser ein. Hier können wir jetzt Spüli benutzen, etc., warmes Wasser und werden jetzt erstmal den ganzen Plunder hier ganz normal händisch abwaschen. Es ist nicht für die Geschirrspülmaschine geeignet, dass es dort dann nämlich gereinigt wird. Nein, wir müssen es von Hand machen. Nun geht's an die Außenseite unserer Maschine. Zerlegt haben wir sie noch alles. Was wir natürlich auch noch abnehmen sollten, ist der kleine rote Kumpel hier unten. So, zack, der muss weg. Den können wir entleeren, das ist die Notentwässerung. So, das einfach ausleeren und dann kann man es wieder einsetzen. Jetzt beginnen wir oben. Hier oben haben wir, wie gesagt, ihr könnt das ausräumen und dann natürlich reinigen. Ich lasse aber jetzt drin, ist nicht so tragisch, finde ich. Und jetzt sehen wir hier den Einfüllbehälter für unsere Filterkaffee. Und wie ihr seht, haben wir dort auch Ablagerungen, die wir mit einem Pinsel einfach nach unten mal durchgehen lassen, weil wir beginnen jetzt von oben und bewegen uns nach unten in der Maschine. So, weg damit. Wer jetzt natürlich die ganzen Bohnen weg hat, kann dann auch noch diesen Bereich hier der Mühle absaugen, mit einem Staubsauger zum Beispiel, und dann diesen feinen Staub entfernen. So, zack. Und jetzt gehen wir nach da unten, auch mit dem unserem Kumpel hinein und werden den so richtig nach unten den ganzen Weg reinigen. Guck mal da, ne? Da ist dreckig. Und dann haben wir oben nämlich erledigt. So, damit haben wir jetzt auch diesen Bereich gereinigt, wie ihr seht. Sehr schön. Kann meine Lampe mal wieder kurz zur Seite. So, jetzt Deckel zu. Ausgezeichnet. Oberen Bereich reicht es jetzt aus meiner Sicht, wenn wir den ganz normal abwischen mit einem leichten Reiniger. Oder nur mit Wasser. Kommt auf den Verschmutzungsgrad an. Entweder ein bisschen Spüli oder einfach so mal durchballern. So, auch hier vorne die Halterung etc., den äußeren Bereich können wir komplett dann mit so einem Reiniger und einem Lappen reinigen. Kommen wir nun zu den Parts, zu den inneren Parts unserer Maschine. Hier seht ihr, wo eigentlich die Brühgruppe ist. Hier oben, wo mein Freund jetzt gerade ist, da kommt das Kaffeepulver runter und wird nämlich dann an dieser Gewindestange, fährt dieses Monstrum hier drin hoch und runter und wird nämlich dann direkt in den Bereich der Brühgruppe gegeben. Das heißt, wenn wir jetzt eine Reinigung stattfinden lassen wollen, müssen wir hier mit unserem Reinigen von oben nach unten uns bewegen. Das heißt, wir bewegen jetzt hier schön tief rein unseren Brush. Und machen alle Komponenten, die wir finden, schön ab von, ja, vom ganzen Staub, um dort nämlich dann eine Schimmelbildung vorzubeugen. Das heißt im Prinzip, ja, den ganzen Innenbereich auswischen und vorher mit einem Staub, mit einem Brush schön vorgehen. Ihr könnt auch einen breiteren nehmen, dann habt ihr eine breitere Oberflächenauflage.
So, so kriegen wir das weg. Und was sehr sinnvoll ist, mit einem Staubsauger einfach hier rein und raussaugen. Und dann können wir die ganzen Komponenten auch nochmal abwischen. So, einmal durchwischen, einmal feucht durchwischen bitte. So, und damit haben wir jetzt unseren Innenraum gereinigt. Und der Rest ist jetzt auf den Boden im Inneren der Maschine gefallen. Auch hier vorne die Platte nicht vergessen, dass ihr die abwischt. Zack, und dann haben wir den Innenraum auch schon fertig. So, können jetzt hier mal schließen und den Bereich vor oder den Bereich auf oder unter unserem Wasserreservoir setzen. Und hier können wir auch in einzelnen Segmente hineingehen und auch mal feucht durchwischen. So, immer danach trocken nachwischen, damit es nämlich dann zu keiner erhöhten Feuchtigkeit im ganzen System führt und dies dann wieder eine Schimmelbildung begünstigen könnte. So, zack, zack, zack. Damit haben wir den inneren Bereich auch schon wieder top nice in Szene gesetzt, wie ihr seht. Und natürlich hier Außenhaut, seht ihr da, da können wir auch gut drüber gehen. Und zwar dann mit einem trockenen Abtrocknetuch und die eventuellen Kalkrutschstände entfernen. Nice, nice. So, das heißt, wir haben jetzt auch die Prügruppeneinheitsfreundin fertig. Was ich noch sehe, ist diesen Bereich dort, seht ihr diesen Wassereinlass. Dort könnte man doch sehr schön mit einem feinen Geflecht hineingehen und dieses dann auch noch mal gezielter reinigen. So, guck mal hier, zack. Da wird nämlich dann das Wasser eingespritzt in unsere Brühgruppe und das sollte natürlich auch schön gereinigt sein. Und damit sind wir jetzt rein fein an der Seite auch bereit, um gleich wieder zu montieren. Nun befinden wir uns vor der Maschine und haben hier noch zwei Sachen, die wir erledigen müssen. Wir haben diesen Bereich, dort ist entweder der Wasserausschank oder unser Milchsystem und natürlich hier die Auslaufkumpels. Dazu nehmen wir uns wieder einen schönen Brushy und gehen tief rein in die Maschine und reinigen so die Anschlüsse selber. Dort ist meistens Kalk. Seltener aber auch natürlich dann Ablagerungen in Form von Milchresten. Denn man schlabbert ja immer mal wieder, nicht wahr? So, hier nehme ich auch wieder so einen Flaschenbrush. Und dann haben wir hier, haben wir natürlich auch noch zwei Dichtungen. Diese sollten wir mit hin und her bewegen, reinigen. So, dann hätten wir diesen Part nämlich auch schon wieder ganz fett krass am Start. Wer möchte, kann die natürlich auch runternehmen und von innen reinigen. So. Und bei einer Wartung werden diese ersetzt. Gut, die hätten wir. Jetzt gehen wir hier Kaffeeausschankdüsen. Dort gehen wir jetzt richtig schön rein. Machen die auch schön sauber mit unseren Korken, Flaschen, Halsreinigerbürsten. So. Schön sauber, denn auch hier sind immer sehr krasse Verkrustungen am Start, die dort natürlich dann irgendwann zur Verstopfung führen könnten. Und Verstopfung wollen wir nicht, ne? So. Zack, zack. Seht ihr, wie ich da gut reinkomme? Mit dem dünnen Part. Zack, zack. Und nochmal einen etwas breiteren Brush. Und jetzt heißt es reiben, reiben, reiben. Die Ablagerungen sind nun zu entfernen. So, seht ihr da? So, das sind so Drecksrückstände von unserem Kaffee. Denn hier tropft natürlich nur der Kaffeesatz oder der Kaffee durch. Und hier sollte kein Kontakt zur Milch sein, außer die Gefäße kommen mal zu hoch in der Füllmenge, was schnell passiert bei dieser Maschine, weil die irgendwie Latte Macchiato-mäßig viel zu klein sind am Start, finde ich. So, das gereinigt. Und nun sind wir soweit und können jetzt in den untersten Bereichen uns vorwerken. Ihr seht, wie ich das jetzt hier erstmal mit einem Brush nach unten bewege. So. Damit kommen wir nämlich jetzt schön nach unten und können dann hingehen und es nach vorne abtransportieren.
Da seht ihr, da kommt jetzt schön nach vorne raus. So, am besten sind da wirklich Brushes gedacht. Oder ihr nehmt einen Staubsauger und staubsaugt das raus. Die natürlich auch. So. So. Jetzt sind wir vorne. Zack, zack. Ich habe jetzt ein Tuch drunter gelegt, das brauche ich gleich dann einfach noch wegnehmen. So, und waschi waschi, können wir jetzt noch hier gehen. Und jetzt von hier unten, ich greife jetzt hinein und mache die, ich zeige es euch jetzt, diese Komponenten hier sauber. Und die untere Seite, dort lagert sich auch gerne so was Scheiß ab von unserer Brühgruppe. So. Okay. Was haben wir dann da noch? Schön in die Eckis noch rein. Zack. Lalalala. So, guck mal. Dann heißt es Lappen platzieren und nach vorne raus. Schwuppdiwupp. So, damit haben wir auch den unteren Part unserer Maschine gereinigt. Und jetzt geht es natürlich nur noch Außenreinigung, wie ihr seht. Das heißt, hier können wir dann hingehen und mit einem feuchten Tuch drüber wischen. Und da müssten wir eigentlich nur dann Kalk etc. entfernen. Und das ist jetzt optischer Natur. Ne? Das ist jetzt nicht primär zur Reinigung. Das ist eher so ein optisches Feature. Kommen wir zum Einsetzen unseres Freundes hier, sprich der Brühgruppe, die jetzt wieder trocken ist und bereit ist. Wenn ihr sie nicht reinkriegen solltet, so wie ich das jetzt gerade hier habe, ne, guck mal da, die Dinger gucken nach oben, dann müsst ihr einen kleinen Trick anwenden. Diese beiden Dinger müsst ihr zusammendrücken. Zack. Dadurch verändert ihr nämlich den Hub im Kolben. Und wenn ihr das getan habt, seht ihr, könnt ihr das Ding weiter nach unten drücken. Ne? Ich zeige es nochmal. So ist Ausgangsstellung, Kolben ganz unten. Jetzt zusammendrücken, Kolben fast ganz oben. Das hier nach unten drücken, jetzt passt es rein. So, das heißt, wir können jetzt hier wieder rein, oben und unten ist Platz, und drücken das System wieder an Ort und Stelle. Dazu benutzen wir die beiden Knöpfe. Ne? Das rastet dann ein. Warte, ich drücke mal hinten gegen die Maschine. Dann macht es Klack und unser System ist drinnen. Jetzt kann die Maschine nämlich hier unten wieder eingreifen und den Kolbenhub verändern. Damit heißt es Klappe zu und unsere Einheit ist wieder verbaut. Und nun können wir auch unsere komplette Maschine wieder zusammenlegen. Wir fangen hier an mit dem Notfallentwässerungsauffangfreund. Der wird hier einfach nur reingedrückt in die Position, wo er hin möchte. Das ist so eine kleine Aussparung. Zack, dann ist er da wieder drin. Jetzt kommen wir zum Deckel oben. Der kommt hinein, wird draufgelegt und dichtet zum Aromalid mäßig ab. Dann haben wir hier unseren Bereich der Wasserspendung. Das kann dann hier reingefahren werden. Schwuppdiwupp. Aber nicht rum sollten wir das Teil schon einsetzen. Zack. So, damit das wieder in Ort und Stelle ist, schwupp wieder rein. Und dann kommen wir in den vorderen Bereich. Hier haben wir diverse Parts, die wir noch vorher montieren müssen. Das heißt, wir haben hier unsere Auffangbecken. Hier haben wir den Schwimmer. Der Schwimmer wird einfach nur noch da drauf gesteckt und kann sich jetzt wieder hoch runter bewegen. Dann kommt unser Auffangbehälterchen rein und hier unser Kaffeesatzbehälter. Jetzt kommt der Kumpel nach ganz oben. Wir schieben das Teil wieder zurück in Position hinein. Doom! Wieder positioniert. Dann fehlt natürlich noch unser Milchersauger und dieses drücken wir auch wieder drauf. Zack, damit ist unsere Maschine wieder montiert und kann jetzt natürlich wieder befüllt werden, um fresh loszulegen. Das heißt, wir öffnen wieder. Also Maschine ist fertig, kann benutzt werden. Ich fülle jetzt mal kurz ein bisschen Wasser nach, denn es ist immer sinnvoll, nach so einer Reinigungsorgie mal einen Spülvorgang zu machen. Ja, also ich mache jetzt hier schön Wasser rein. Das könnt ihr auch natürlich direkt unterm fließenden Wasser machen. Weil eigentlich ist die Maschine jetzt natürlich viel zu schade, um sie wieder dreckig zu machen. Aber die Maschine wollen wir jeden Tag benutzen. Deshalb müssen wir jetzt schon das Wasser wieder einfüllen. So, das heißt nun können wir hingehen und werden hier auch Milch einfüllen.
Denn wir machen jetzt einfach mal schnell ein Leckerchen. Weil warum sollten wir etwas verschwenden? Milch rein. Und dann werden wir uns einen leckeren Kaffee gönnen, oder? Und zwar auf diese doch krasse Reinigung sollte jetzt eine Belohnung folgen. Wo haben wir denn hier mal eine Tasse? So, Tasse ist am Start. Cappuccino machen wir uns schnell ein. Cappuccino drunter. Beziehungsweise beim Booten wird ja einmal durchgespült. Deshalb müssen wir dieses jetzt nicht extra machen. Maschine wird angemacht. Maschine wird jetzt einmal durchbooten, aufheizen, einmal Wasser spülen. Und dann kommen hier nämlich die internen Geräte werden dann durchgespült nach dem Aufheizvorgang. Der Aufheizvorgang ist wichtig, damit wir dort natürlich dann auch heißen Stuff haben gleich. Ne? So, das ist so der Endgang, den wir jetzt hier durchführen, um gleich leckeren Kaffee zu bekommen. Deshalb müssen wir jetzt nicht extra nochmal eine extra Spülorgie durchführen. Das könnt ihr machen, aber ich finde, das hier reicht voll und ganz. Zack, jetzt heißt es runter damit. Auch hier unser fresh gereinigten Freund wieder klar machen. Auf nicht clean. Ah, okay. Gehen wir noch auf clean. Damit machen wir nämlich unsere Tasse erstmal warm und wir spülen auch den Milchcontainer mit dem Milchdurchgang einmal durch. Damit brauchen wir hier dann auch keinen extra Spülgang mehr zu setzen, außer das reicht uns dann. So, entkalken können wir wegdrücken. Das macht die viel zu oft bei uns, ehrlich gesagt. Die will andauernd entkalken. Auch so einen kleinen Negativaspekt dieser Maschine. Und jetzt können wir Getränk wählen und machen wir leckeren Cappuccino, oder? Oh yeah! Und dann können wir wieder schmakulativ unseren Kaffee genießen. Und das auch noch mit freshen, super nicen, gesäuberter Maschine, die jetzt auch wieder arbeiten wird. So, wie sie das sollte. Denn vor allem beim Milchsystem gibt es oft Probleme. Dann wird der Schaum nicht so geil, weil die nämlich so verstopft ist. Das gleiche beim Kaffee selber. Der Kaffee kann dann tröpfchenweise rauskommen, nur weil die Ausschankoptionen verstopft sind durch den sich ablagernden Kaffee, der dort zurückbleibt. Und ihr seht jetzt hier, in einem meiner letzten Videos, wenn ihr es gesehen habt, war der Kaffee, nämlich der Cappuccino, sehr dünn. Und hier ist er jetzt richtig schaumisch wieder. Und so schaumisch soll es auch sein, oder nicht? Wir wollen doch einen richtig geilen, leckeren Cappu hier haben. Und ihr seht hier, der Schaumberg hat sich so richtig aufgetürmt. Und nun gibt es noch einen kleinen Shot oben drüber, um dann unseren Cappu fertig zu bringen. So, ich heb das mal ein bisschen an, damit man es besser sehen kann. Oh yeah, baby. So, macht ihr auch Kaffee schmakulieren Spaß. Diese Vollreinigung solltet ihr einmal im Monat machen. Es ist wichtig bei Kaffeevollautomaten wie hier, dass das durchgeführt wird, weil die Kaffeevollautomaten einfach viele Teile drin haben, die einer Reinigung bedürfen und die mit gefährlichen Substanzen, die doch auch ungesund für uns werden können, arbeiten. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Cappu fertig. Und richtig voll, das da. Sun.